Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Reihe, wie komme ich vom objektorientierten Datenmodell zu meiner Softwareanwendung. Wir haben ja jetzt das gesamte Datenmodell nach C-Sharp portiert, also wir haben uns überlegt, wie Klassen übertragen werden, wie man die Properties überträgt, also die Eigenschaften, Attribute, wie man die Vererbung und die Konstruktoren aufbaut, wie man die Relationen abbildet, also einzelne Relationen, also zu 1 und zu 0 oder 1 oder Mehrfachrelationen, also zu 0 bis n und bis n. Und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz das Datenmodell komplettieren, also unser Beispieldatenmodell komplettieren und noch mal ein Recap machen, was alles jetzt in so einem Datenmodell drin ist. Wenn ich jetzt das richtig hier sehe, fehlt uns eigentlich nur noch die Person in ihrer, genau, ihr Konstruktor haben wir jetzt besprochen. Und wie gesagt, der Rest ist ja dann schon Verhalten. Gut, also so ist im Prinzip das Übertragen von einem Datenmodell. Ich mache aus jedem von diesen Kästen, ne, die nennen wir ja Objekttypen, mache ich so eine Klasse. Ja, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Aus jedem Kasten so ein Dings. Dann kann ich in diese geschweiften Klammern rein meine Attribute definieren. Das mache ich in der Regel, indem ich das doppelt mache. Also auf den ersten Blick natürlich doppelt. Aber indem ich einfach nur Properties definiere und die Properties in der Regel dann lokal, also innen drin in privaten Attributen ablege. Wie gesagt, das muss nicht so sein. Da kann man sich ja was anderes überlegen. Ne? Wenn man zum Beispiel so eine Description macht, dann wird die eben nicht abgelegt, sondern in dem Moment, wo die einer aufruft, erzeugt. Ja? Dann gehen wir los und gucken uns die ganzen Attribute an. Wenn wir die ganzen Attribute haben, dann gucken wir uns die ganzen Relationen an, machen aus den Relationen wieder Attribute. Ja, also ich sage, okay. Liegt an, ist eine Eigenschaft von Stadt und ist eben eine Eigenschaft von mehrere Flüsse. Ne, ist der Typ von dieser Eigenschaft. Dann basteln wir die ganzen Eigenschaften da rein und dann gehen wir als letztes hin und kümmern uns um die Verhaltensweisen und die habe ich jetzt hier schon mal so angedeutet. Nachdem wir jetzt grundsätzlich wissen, wie wir mit so einem Datenmodell arbeiten, also wie wir quasi Daten anlegen, wollen wir uns im nächsten Schritt nochmal detaillierter angucken, wie wir tatsächlich Daten instanzieren. Also wir instanzieren Objekte, um da drin unsere Daten abzulegen.